Moin moin und hallo, heute möchte ich euch zeigen, wie man einen Herrenwollmantel, einen Herrenwollwintermantel, das ist ein Mantel, der von der Schulter bis fast auf den Boden reicht, wäscht oder waschen kann. Wadenlang nennt man das. Checkt als erstes, ob die Taschen geleert sind, das ist wichtig. Und dann habt keine Angst, ihn in eurer eigenen Waschmaschine zu waschen. Denn auf den Woll-Wintermänteln steht immer drauf, dass man die nicht waschen kann zu Hause. Dem ist nicht so. Ich habe es jetzt schon dreimal getestet mit dieser Art von Manteltypen. Sie sind jedes Mal sauber und diskret wieder aus der Trommel gekommen. Und ich konnte sie weiterhin tragen. Deshalb mein Tipp: nicht zur Reinigung bringen, selber waschen. Vielleicht gibt es einen kleinen Unterschied, wenn ihr eine uralte Waschmaschine habt. Da könnte es ja sein, dass die nicht so fein reagiert wie unsere hier. Aber ich habe es probiert. Wir haben Standard-Waschmaschine hier. Wir haben nichts Besonderes und es funktioniert. Das Einzige, was ihr beachten solltet, wascht ihn alleine. Weil ihr seht, das Trümmelchen ist schon fast voll. So, wir schließen nun die Luken und kommen zum Waschmittel. Wir benutzen Color-Waschmittel, weil es ein dunkler Mantel ist. Und wir nehmen 50 Milliliter von diesen Perlen. Das sind Color-Perlen. Ja, die heißen Persil Megaperls. Die gibt es aber bestimmt auch noch von anderen Herstellern. Deshalb, ja, 50 Milliliter von diesen Perlenzeugs. Wenn ihr normales Waschmittel benutzt, dann könnt ihr auf 75 Milliliter gehen. Oh yeah. Wo kommt das rein? Ihr habt auf der linken Seite habt ihr einen zu schiebenden Einsatz in eurer Maschine. Dort steht drauf, eine römische 1, ein Blümchen und eine römische 2. Die römische 1 bedeutet Vorwäsche. Machen wir nicht. Wir könnten, wenn wir wollten, auch einen Weichspüler noch hinzufügen. Wenn ihr den dazufügt, dann nicht über diese Maximallinie, die da. Und wir machen jetzt unser Waschmittel, egal ob es Pulver ist oder diese Perlen, machen wir auf die 2. So, wir kippen das hinein, dann schließen wir die Schotten und schauen, vergewissern uns, dass Wasser aufgedreht ist, denn ohne Wasser läuft eure Maschine nicht. So, dann kommen wir zum Einstellen. Wir gehen jetzt und werden erstmal anmachen. So, wir sind jetzt in den Settings. Wir schauen hier auf dieses Bereichle. Wir haben Pflegeleicht, Kochbuntwäsche, hier unten diverse andere Programme und hier drüben ist Wolle. Wir haben einen Wollmantel drin, ergo benutzen wir auch das Wollprogramm. Ihr könnt natürlich auch da extra Wollwaschmittel hineinfüllen. Aber wie gesagt, ich habe es jetzt schon dreimal gemacht, der sieht in Ordnung aus. Also, es reicht auch, normales Waschmittel zu nutzen. Es sollte halt nur ein Color-Waschmittel sein. So, wir programmieren jetzt Wolle 40 Grad, nicht kalt, denn ich schlabber immer und habe immer viele, viele, viele Flecken in meinem Zeug. Also gehen wir auf Wolle 40 Grad. Hier drüben ist es wichtig, dass ihr 600 Umdrehungen nicht überschreitet. Ihr seht, es geht gar nicht anders. Denn Wolle, wenn es zu schnell schleudert, wäre, glaube ich, nicht der Burner. Wolle 40 Grad, nur 600 Umdrehungen schleudern, weil sonst verfilzt es. Ihr seht auch, das geht voll zügig. Nur 55 Minuten wird dieser Waschgang dauern. Dann können wir auf Start drücken und in 55 Minuten holen wir unseren Wollemantel raus, hängen ihn auf, lassen ihn schön durchtrocknen und dann können wir ihn wieder anziehen. Ohne Reinigung. Machen wir zu Hause. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Zun, zun.